Guten Tag. Grüezi miteinander. Grüß Gott. Servus. Hallo. Moin. Ei gude wie. Mein Name ist Alexander Ahlisch und ich möchte Sie zu einem Sprachsalat einladen. Sprachsalat, das heißt Plurizentrik in der deutschen Sprache. Die Zutaten sind nun vorbereitet. Im dritten Teil möchte ich nun eigentlich die Zutaten dieses Sprachsalates mischen. Und will das Ganze mit etwas Seele versehen. Ein paar pikante Zutaten reingeben, dass das Ganze auch gut schmeckt. Es soll Ihnen ja schmecken schließlich, nicht nur mir. Und wenn ich die Zutaten hier alle drin habe, ist zumindest der Kartoffelsalat fertig. Der Sprachsalat noch nicht ganz. Aber keine Bange, ich rühre es nur schnell um. So gut ich kann. Das genügt fürs Erste. Und jetzt lasse ich den Salat etwas ziehen, ziehe mich schnell um und bin gleich zurück zu Teil 3 unserer Plurizentrik. Bis gleich. Das Outfit hat sich etwas geändert. Sie vermuten wahrscheinlich, wohin wir reisen. Nach Österreich. Hier einige Beispiele. In diesen Beispielen geht es um das Protokoll Nummer 10. Das war ein Papier, das während des Beitrittes oder beim Beitritt Österreichs in die EU verabschiedet wurde. Es geht hierbei um 23 hauptsächlich kulinarische Begriffe, die sich die Österreicher als Verwendung des Deutschen haben, ja, ich will sagen, patentieren lassen. Sie haben sich diese Begriffe als typisch österreichisch-deutsch patentieren lassen. Hier einige Beispiele. Es sind nur 8. Aber ich denke, es gibt einen ganz guten Übersicht. Für Roast Beef heißt im Österreichischen Bayried. Höchstwahrscheinlich wird die Artikulation sein Bayried. Pfifferlinge sind Eierschwammerl. Rührei, Eierspeise. Die berühmte Kartoffel ist ein Erdapfel. Grüne Bohnen sind Fisolen. Meerrettich, das sagen die Österreicher, Krenn. Die Sahne, das, was wir in Deutschland als Schlagsahne kennen, ist Aopas. Und der Quarktopfen, das werden vielleicht einige kennen in Österreich, ein Topfenstrudel. So, Sie haben nun ein paar Beispiele aus dem Österreichischen gesehen und gehört. Verlassen wir nun Österreich und gehen in die Schweiz. Hier einige Beispiele aus dem Schweizer Wortschatz. Es sind Beispiele, wo man sagen muss, dass man einige nicht verstehen kann, ohne einen genaueren Kontext zu haben. Sehen Sie mal selbst. Mit abgesägten Hosen dastehen, heißt den kürzeren gezogen haben. Ein Ausdruck, den man ohne genaueren Kontext nicht sofort verstehen muss. In den Ausgang gehen, heißt ausgehen. Ein Deutscher, wenn er das Wort Ausgang hört, denkt nicht ans Ausgehen ins Restaurant, sondern eher an den Ausgang vom Supermarkt oder der Ausgang des Spiels, aber nicht ins Restaurant gehen. Etwas bachab schicken heißt etwas verwerfen, etwas ablehnen. Etwas dramatischer ist Einsitz nehmen. Das heißt Mitglied in einem Gremium werden. Ohne genaueren Kontext kann man als Deutscher nicht wissen, um was es hier geht. Hans was Heiri, auf Deutsch Jacke wie Hose, vollkommen egal. Oder jemandem geht der Knopf auf. Dieser Ausdruck wird auch in Österreich benutzt. Den kann man verstehen, beispielsweise in folgender Situation. Hast du das verstanden? Nein. Man erklärt es nochmal. Hast du es jetzt verstanden? Nein. Man erklärt es nochmal beim dritten Mal. Hast du es verstanden? Ja. Aha, der ist der Knopf aufgegangen. In diesem Moment macht der Kontext klar, mir ist ein Licht aufgegangen. Ansonsten kann das schwer verständlich sein. Oben ausschwingen heißt einen Spitzenplatz einnehmen. Um bei einem polnischen Sportler vielleicht zu bleiben, stellen Sie sich vor, Sie hören, Adamowicz ist bei der letzten Skisprung-WM ganz oben ausgeschwungen. Das ist eine Sache, die man als Deutscher nicht unbedingt sofort verstehen muss. Neben den Schuhen stehen, falsch liegen, aussässig sein. Oder, jetzt ist genug Heu unten. Es reicht jetzt, jetzt ist genug Heu unten. Jemand, ja, ein Telefon geben. Sehen Sie sich das an. Jemandem ein Telefon geben. Das heißt, jemanden anrufen. Als Deutscher, wenn man hört, ich gebe Ihnen heute Abend ein Telefon, da wird jeder Deutsche denken, was will der? Ich habe doch ein Telefon.
Also jemandem ein Telefon geben heißt anrufen. Ausdrücke, die im, wollen wir sagen, Extremfall zu Missverständnissen führen können. Aber gehen wir weiter. Ein direkter Vergleich zwischen den Teutonismen und den Helvetismen. Frühstück, das sagen die Schweizer Morgenessen. Das heißt immer, das Deutsche sei so logisch. Das Schweizerische ist viel logischer. Die haben Morgenessen, Mittagessen, Abendessen. Da haben die Deutschen dann noch ein Frühstück dazwischen gepackt. Das Beispiel wurde vorhin auf einem anderen Slide schon genannt. Abitur in Deutschland, Matura in Österreich und der Schweiz. Die Grundschule heißt in der Schweiz Primarschule, in Österreich Volksschule. Kompliziert wird es bei der Vorfahrt. Für Deutsche ganz klar. Ich habe Vorfahrt im Straßenverkehr. Die Schweizer sagen Vortritt. Heißt im Deutschen was ganz anderes. Man lässt einer Dame den Vortritt. Oder einer älteren Person lässt man den Vortritt. Vorrang in Österreich. Ja, eine Sache hat Vorrang. Ein politisches Problem hat Vorrang. Hier könnte es wirklich unter Umständen zu Missverständnissen kommen. Der Geldautomat. In der Schweiz der Postomat. In Österreich der Bankomat. Der Bundestag ist in der Schweiz und Österreich der Nationalrat. Die Freizeit. Im Neudeutschen ein Jugendcamp, ein Feriencamp. In der Schweiz und in Österreich das Lager. Denken Sie, Sie sagen, wo fährt Ihr Kind hin? Ins Lager. Das klingt im Deutschen ausgesprochen kompliziert und heikel, stimmt's? Die Österreicher und Schweizer haben nicht dasselbe Problem wie die Deutschen. Die sagen Lager. Die Deutschen müssen sich auf die Freizeit flüchten, weil sie wissen, Lager ist historisch vorbelastet. Bereich der Grammatik. In der Schweiz. Relativpronomen, welche, welcher, welches. Hier kann man eigentlich eins sagen. Das betrifft nicht nur die Schweiz. Ich habe auch bei der Vorbereitung auf das Thema gelesen, die Süddeutschen haben die Tendenz, das Relativpronomen welcher, welche, welches häufiger zu benutzen als die Norddeutschen. Bei mir selbst ist mir aufgefallen, dass ich das auch tue. Ich benutze welcher, welches, welche häufiger, als man das vielleicht im Norden tun würde. Abweichende Kasus. Das E-Mail. Das Tram. Der Radio, das SMS. Nun, was will man machen? Das Fugen-S ist auch anders gestaltet in der Schweiz. Schauen Sie, der Zugsverkehr. Man würde eigentlich erwarten Zugverkehr. Aber hier steht Zugsverkehr. Bahnhofordnung würde man als Deutscher vermuten Bahnhofsordnung. Aber die Schweizer haben die Bahnhofordnung. Der Kasusgebrauch. Nicht erst seit Bastian Sieg wissen wir, dass der Dativ dem Genitiv sein Tod ist. Aber wegen des schlechten Wetters erwartet man als Deutscher vielleicht. Vielleicht nicht mehr so sehr mittlerweile, aber wegen dem schlechten Wetter in der Schweiz. Und auch ich habe manchmal, da ich auch eher aus dem Süden bin, die Angewohnheit, den Genitiv hier gegen den Dativ auszutauschen. Wegen dem schlechten Wetter, wegen dem Fußballspiel, wegen dem Regen. Auch der Satzbau, wo man im Deutschen vielleicht sagen würde, schön, dass Sie heute Zeit haben. Können Sie in der Schweiz hören, schön, heute haben Sie Zeit. Interessant, nicht? Und das Ganze geht weiter. Schauen Sie in der Konjunktion. Friedrich Dürrenmatt ist ein Begriff, ein Schweizer, und der hat ja in der Tat Weltliteratur geschrieben, keine schlechte Literatur. Aber schauen Sie das Beispiel. Da haben wir den Dreck, sagte der Nationalrat. Gastmann ladet auch eben alles ein. Wir würden vermuten, er lädt alles ein. Die Schweizer, er ladet alles ein. Stellt sich die Frage, ist das jetzt schlechteres Deutsch oder nicht? Ganz bestimmt nicht. Verlassen wir nun die Schweiz und begeben uns nach Österreich. Hier ein paar Beispiele aus der Grammatik. Die Perfektbildung, das ist allerdings nicht nur in Österreich so, die Bayern machen das auch. Ich bin gestanden, ne? Ich bin gestanden, ich bin geschlafen, ich bin gesessen, sagen die Bayern und die Österreicher. In der Konjugation, habt ihr das gesehen? Man würde erwarten, habt ihr das gesehen? Aber um den Plural etwas hervorzuheben, zu verdeutlichen, wird dieses S dran gehängt. Habt ihr das gesehen? Der Konjunktiv. Er hat gesagt, dass er in der Stadt gewesen ist. Man sollte eigentlich vermuten, dass er in der Stadt gewesen sei. Nun ist es aber so, dass hier eine Bedeutungsveränderung vorliegt. Wenn man sagt, er hat gesagt, dass er in der Stadt gewesen ist, dann glaube ich als Hörer das, was er gesagt hat. Wenn man sagt, er hat gesagt, dass er in der Stadt gewesen sei, dann zweifle ich als Hörer am Wahrheitsgehalt der Aussage. Eine interessante Erscheinung, oder?
oder der Schwundes Präteritum, der im Süden Deutschlands, auch in der Schweiz, stärker voranschreitet als im Norden. Die Süddeutschen, die Österreicher und die Schweizer sind dabei, um es ganz brutal zu sagen, das Präteritum zu eliminieren und durch das Perfekt zu ersetzen, was viel regelmäßiger ist, in der Bildung einfach auch einfacher verwendbar, vielleicht auch moderner klingt. Ein paar abschließende Beispiele im Vergleich Österreich und Deutschland. In Österreich heißt es um 5 Euro kaufen. Die Deutschen kaufen etwas für 5 Euro. Die Österreicher fahren auf Urlaub, die Deutschen in den Urlaub. In die Schule gehen, zur Schule gehen. Ein interessantes Beispiel ist zu Weihnachten, zu Ostern in Österreich. Im Norden Deutschlands sagt man auch zu Weihnachten und zu Ostern. Im Süden Deutschlands, ein ziemlich breiter Streifen, sagt man an Weihnachten, an Ostern. Wie das kommt, eine interessante Frage. Auch die Komprimierungen weisen gewisse Unterschiede auf. Schauen Sie, auf dem Berg, würde man im Deutschen dann sagen, auf dem Berg, auf dem Tisch, auf dem Tisch. Die Österreicher komprimieren anders. Auf dem wird am. Am Berg, am Opernball, am Tisch. Am heißt im Deutschen etwas anderes. Wenn man also nicht weiß, dass die Österreicher das so komprimieren, kann es zu Missverständnissen kommen. Gehen wir noch weiter. Die Frage ist jetzt nun, für die Lehrer, für die Schüler, um Himmels Willen, kann man das denn alles lernen? Die Antwort ist ganz einfach, nein, niemand kann das. Ein Fremdsprachenlerner, jemand, der Deutsch lernt, kann das nicht alles lernen. Die Deutschen können es ja übrigens selbst nicht. Ich bin Muttersprachler, sämtliche Varianten aus Südtirol, Namibia, Luxemburg, Ostbelgien, woher soll ich die kennen? Bleibt nun aber trotzdem die Frage, was kann man tun, wenn es um den Deutschunterricht geht? Welche Tipps, welche, sagen wir, Hinweise kann man geben? Hier hätten wir zum Beispiel 3 Punkte. Linguistisches Basiswissen vermitteln, um auf die sprachliche Situation in deutschsprachigen Ländern vorzubereiten. Fähigkeiten entwickeln, mit den sprachlichen Wirklichkeiten in den deutschsprachigen Ländern zurechtzukommen. Anleitungen geben, mit der Varietät tolerant und offen umzugehen. Hier spricht man von Wahrnehmungstoleranz. Die 3 Punkte kann man eigentlich zusammengefasst ganz kurz so darstellen. Man sollte die Schüler darauf vorbereiten, dass sie in Deutschland durchaus verstanden werden mit dem Deutsch, das sie sprechen, aber dass die Schüler dann keinen Schock bekommen sollen, wenn sie die Antwort nicht verstehen. Denn die Dialekte sind in Deutschland, besonders im Süden, weit verbreitet. Was kann man noch für Empfehlungen geben? Man könnte, das hatte ich eben schon angesprochen, die Sensibilität für existierende Unterschiede fördern, aber ein wichtiger Punkt für die Deutschlehrer selbst jetzt, Auseinandersetzung mit dem eigenen deutschen Sprachgebrauch im Vergleich mit den anderen Varietäten. Nun kann ich auf mich zurückgreifen, denn ich bin selbst Deutschlehrer. Aber wer genau hinhört, wird es vielleicht gehört haben, ich habe einen leichten hessischen Einschlag. Das ist mir klar geworden, als ich mich mit dem Thema befasst habe. Denn die Frage ist, welches Deutsch bringe ich meinen Schülern und Studenten bei? Nur ein Beispiel. Wie heißt der Rest eines Apfels auf Deutsch? Ich kenne das als Apfelkrotzen. Ein Kollege, der mit mir in Sosnowitz zusammengearbeitet hat und aus Passau in Bayern stammt, sagte, das ist ein Butz. Eine Kollegin aus Hannover sagte, das ist ein Krebs. Eine Sache, 3 verschiedene Begriffe. Was stimmt jetzt? Ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe nachgesehen. Seinerzeit, das ist ungefähr 10 Jahre her, stand weder im Warik noch im Duden etwas von einem Butz oder von einem Krotzen. Das hieß Krebs. Man überlegt sich dann selbst, aha, das ist kein reines Hochdeutsch, das du selbst sprichst, sondern es ist leicht gefärbt, regional gefärbt. Was könnte man noch empfehlen, um hier vielleicht voranzukommen, für die Lehrer nun selbst? Mut zur Lücke, Toleranz und Akzeptanz bei Varietäten, Vielfalt bereichert und erleichtert. Nun, wenn wir diesen Punkt angehen, könnte man vielleicht eins sagen. Mut zur Lücke. Ich hatte schon öfters mit Schülern oder Studenten Diskussionen, ob es einen Begriff gibt oder nicht.
Und ich sage oft, und ich gebe es auch offen zu, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da in Rostock oder in Bautzen oder vielleicht irgendwo in Saarbrücken dieses und jenes Wort, dieser oder jene Begriff verwendet wird. Ich muss mich erst informieren. Am besten im Varietätenwörterbuch natürlich. Das heißt, man kann nicht alles wissen, speziell in diesem sehr umfangreichen, komplexen Fall. Man kann aber auch offen zugeben, ich weiß es nicht. Toleranz und Akzeptanz bei Varietäten. Hier kommt das Problem für uns Lehrer auf bei Korrigierungen, bei Korrektionen, bei Korrekturen von Arbeiten. Wenn wir auf einen Begriff stoßen, der für uns vielleicht nicht falsch ist, aber vielleicht doch fremd ist, was macht man damit? Was macht man zum Beispiel mit einem Schüler, von dem man weiß, dass er Kontakt hat nach Österreich, dass er dort in den Ferien oft ist und schreibt dann in einem Aufsatz, ich bin gesessen. Umso mehr, weil dieser Schüler in Österreich, wenn er schreibt, ich habe gesessen, vielleicht einen Fehler angestrichen bekommt. Was macht man damit? Hier geht es um diese Toleranz und Akzeptanz bei den Varietäten. Vielfalt bereichert und erleichtert. Hier komme ich jetzt auf einen ganz anderen Punkt, und zwar, wenn es um den Unterricht geht für, sagen wir mal, polnische Schüler, auch tschechische oder russische. In Deutschland, das wissen Sie, haben Sie ja das R. Da wurden schon Generationen von Schülern mitgequält. Aber es gibt auch Gegenden in Deutschland, besonders im Süden, in Bayern, in der Schweiz, haben Sie ein Zungen-R. Die Bayern sagen Frankfurt, nicht Frankfurt. Diese Vielfalt im Deutschen, das Zungen-R, das sind etliche Millionen, die das sprechen, könnte doch die Arbeit an der Sprache erleichtern. Man könnte den Schülern, auch den Studenten, es erleichtern, indem man sagt, sprecht doch euer Zungen-R. Wenn die Bayern sagen Frankfurt, fragen, bringen, eine Torte, warum sollt ihr euch dann abmühen und R machen? Ja, das ist eigentlich ein Vorschlag, der recht sinnvoll ist, denke ich. Das ist ein Tipp vielleicht, ein Hinweis für die Lehrer, wie man im Unterricht vorgehen könnte. Aber das Deutsche besteht jetzt nicht nur aus Grammatik und Wörtern, sondern das Deutsche sorgt auch dafür, dass eine, sagen wir, nationale Identifizierung entsteht. Ein Zugehörigkeitsgefühl. Denn fahren Sie nach Österreich oder in die Schweiz und sagen Sie, Sie sprechen Deutsch. Sind Sie Deutscher? Nein, ich bin Österreicher. Oder Sie hören, nein, ich bin Schweizer. Fahren Sie mal nach Bayern und sagen, Sie sind Deutscher, da können Sie auch hören. Nein, ich bin ein Bayer. Ich bin ein Bayer. Oder in Schwaben mit Ihrem Dialekt, ein berühmter Slogan aus den 70er Jahren. Wir können alles, nur kein Hochdeutsch. Also die Regionalekte, die Dialekte, die Mundarten sorgen für ein Identifikationsgefühl. Und hier möchte ich Ihnen ganz zum Abschluss ein ganz berühmtes Beispiel präsentieren von Austria 3. Das war eine musikalische, nennen wir es eine musikalische Aktion der berühmten Herren Fendrich, Danzer und Ambros. Und von Reinhard Fendrich stammt das Lied I'm from Austria. Sozusagen eine inoffizielle Nationalhymne Österreichs und eine wunderschöne Liebeserklärung an das eigene Land. Und zum Abschluss, um auch bei Ihnen vielleicht gewisse Identifikationsgefühle auszulösen, wollte ich Ihnen dieses Lied präsentieren. Viel Spaß dabei. Der hohe Zern ist lang vorüber und all die Höhen hast hinter dir von Ruhm und Glanz ist wenig hier. Sag mal, wer zieht nur den Hut vor dir? Außer mir ich kenn die Leid, ich kenn die Ratten, die Dummheit, die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir, mein Licht und Schatten, jederzeit. Da kann man machen, was man will, da bin ich.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Lehrerinnen mit Groß I, ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen. Ganz am Ende sind wir ja noch nicht, denn es war ja eine Art kulinarische Reise und wir wollten ja einen Salat machen. Der Salat ist im Prinzip nun fertig und es würde mich sehr freuen, wenn Sie ihn mit mir zusammen probieren würden, wozu ich Sie herzlich einladen möchte. Ja, meine Damen und Herren, liebe Lehrerinnen, wie Sie sehen, unser Sprachsalat ist fertig. Ich hoffe, er wird Ihnen gut schmecken, wünsche Ihnen einen guten Appetit, möchte mich gleichzeitig bei Ihnen verabschieden, aber nicht ohne vorher probiert zu haben. Exzellent, exzellent. Guten Appetit.